Hallo zu einem neuen kleinen Abenteuer auf meinem Kanal. Heute besuche ich ein 30 Jahre leerstehendes Betriebsferienheim der DDR. Und was es hier noch zu sehen und zu erleben gibt, seht ihr in den nächsten Minuten. Ich sage einfach mal, viel Spaß beim Video. Zu Zeiten der DDR war der kleine Thüringer Ort ein gut besuchter Ferienort. Neben anderen Firmen unterhielt der Fahrzeughersteller Sachsenring dort ein großes Ferienlager. Zur Urlaubszeit hat sich die Bevölkerung in der Stadt gut und gern verdoppelt. Eine der Ferieneinrichtungen war auch das Erholungsheim der VfB Nähmaschinenwerke Oldenburg, ein hotelähnlicher Betrieb am Rande der Stadt, der Erscheinung nach in den späten 80ern des letzten Jahrhunderts gebaut. Die Einheimischen nennen es das Schießhaus. Nach dem Mauerfall wurde der Nähmaschinenhersteller reprivatisiert und in Oltin, Oldenburger Textilindustrie-Nähmaschinen, umbenannt. Unter dem Namen Oltin Erholungsheim lief der Betrieb noch eine Weile weiter. Dann war aber weder der Nähmaschinenhersteller noch der Hotelbetrieb weiter zu erhalten. Die Urlauberzahlen gingen kontinuierlich zurück und potenzielle Interessenten um den Gebäude verloren schnell ihr Interesse. Seit den frühen Nullerjahren steht das Gebäude ungenutzt und bröselt leise vor sich hin. Das Dach ist dicht, aber die Feuchtigkeit kommt aus dem Berg und ist überall in den unteren Etagen deutlich wahrzunehmen. Dazu kommt noch, dass unter dem Anbau, in dem sich früher eine Gastronomie befand, ein Löschwasserteich angelegt ist. Das Gebäude liegt so hoch im Tal, dass der Wasserdruck nicht zum Löschen reicht. Aus dem Pool zieht die Feuchtigkeit gründlich in die Wände, dass so bereits Moos an der Wand wächst, wie ihr später sehen werdet. Im Wasser liegt allerhand hineingeworfener Krempel. Ein paar Amphibien haben sich hier ein ruhiges Plätzchen geschaffen.
Musik